Way Down We Go von Kaleo. Hier ist Michael. Oh, Father, tell me we get what we deserve. Oh, we get what we deserve. And way down we go. Dankeschön. Michael! Danke. War cool. Dankeschön, danke. Hey, Stückchen gehen wir noch nach vorne. So, hier ist dein Juryurteil, Michael. Darf ich mal kurz anfangen? Der hat eine unglaubliche Bühnenpräsenz. Der steht da, große Erscheinung, und man nimmt ihm das ab, was er singt, oder? Ja, wir sind... Wir sind hier im Halbfinale. Was bedeutet logischerweise, nächste Woche ist hier Schicht. Da gibt es dann den oder die Superstarin, whatever. Also insofern, du hast gut gesungen. Wäre ja auch schade, wenn nicht so. Wir sind, wie gesagt, im Halbfinale. Aber mir halt noch dieser großartige Auftritt von letzter Woche nach. Ja, mit Roger Cicero, der war wirklich phänomenal. Ich wünsche mir, dass du beim nächsten Titel ein bisschen mehr Gas gibst. Ja, mach ich. Aber wir haben ja nach seiner Meinung gefragt. Da muss man ja auch mal sagen können, dass er nicht so gut war. Das ist so die Sache. Ja. Wie gesagt, sieht es mir nicht nach. Ich habe gerade gesagt, es wäre schade, wenn er nicht gut singen würde, weil wir sind ja hier im Halbfinale. Aber letzte Woche fand ich es einen Ticken geiler. Wie fandst du es, Caro? Letztes Mal auch besser? Sehe ich überhaupt nicht so, gar nicht. Überhaupt nicht. Alles gut. Also, auch dein Ding. Ich kann mich an Michael erinnern. Also an Michael habe ich die Erinnerung im Casting irgendwie, das ist der niedliche Typ mit dem rollenden R, der immer die Texte vergisst. So, und jetzt stehst du hier und singst diesen Song. Du bist so in dem Song drin. Ganz neue Töne von dir, und diese Töne stehen dir wirklich verdammt gut. Dankeschön. Okay. Danke. So, Ella, jetzt sag die Wahrheit. Wenn das hier schief geht, darf er doch bei dir einziehen, oder? Ich komm noch mal vor. Tja, gesanglich mega,
aber ich versuche sie jetzt mal schonend beizubringen. Weiße Anzüge durften immer nur die Flippers tragen. Nicht du. Oder John Travolta. Also jetzt sind wir schon im Detail, denn das ist wie mit der kurzen Dreiviertelhose von mir. Wie hat es dir denn gefallen, Dieter? Ja, es war ja früher manchmal so, das war bei dir mit den Tönen ja so wie Topfschlagen im Minenfeld. Ja, da waren ja einige Kracher dabei. Heute habe ich mir das angehört und habe so gedacht, ich hätte das niemals gedacht, ja, dass du so eine Leistungssteigerung hinbekommst. Ich würde vorstellen, ganz ehrlich, ich sehe das anders. Ich fand wirklich, das war sein bester Auftritt bisher. Weil das kam so überraschend für mich, dass aus so einem Typen wie dir, der dann noch irgendwie vor Pal Hula Baluda gesungen hat, der so wow, und schön im Groove einmal bringt, warst du nicht im Groove, das gebe ich ehrlich zu, aber sonst echt eine Top-Leistung. Bei TV Now findest du alle Folgen auf Abruf und in voller Länge. Alles rund um die Sendung gibt's bei rtl.de.